Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute wieder ein Video zu ETH. Da freue ich mich immer besonders drauf. Es ist nach wie vor mein absolut favorisiertes Projekt und ich wollte einfach nochmal auf das schöne ETH 2.0 einklären, weil ich glaube, dass das ein absoluter Gamechanger wird und auch für den Bitcoin wegweisend. Ja, warum genau glaube ich, dass das auch für den BTC wegweisend wird? Ganz kurz und knapp in einem Satz: ETH wird das überlegene ökonomische Modell haben, nachdem ETH 2.0 komplett deployed ist. Das wird auch noch eine Weile dauern, aber mittlerweile wissen wir eben schon sehr, sehr genau, wie die Blockchain aussehen wird. Und der Hauptfaktor hier natürlich ist der Wechsel von einem Proof of Work zu einem Proof of Stake. Aber dieser Proof of Stake wird meiner Meinung nach ja einen absolut neuen Standard setzen. Jetzt nicht technologisch, sondern wie gesagt vor allen Dingen ökonomisch. Und viele andere kleinere Blockchains können das so gar nicht. Die können gar nicht von der Technologie in der Form profitieren, weil eben die ökonomischen Grundvoraussetzungen überhaupt nicht gegeben sind. Was meine ich damit? Naja, zum einen sind BTC und ETH eigentlich die einzigen, ja, vom Besitzverhältnissen hier dezentralisierten Kryptowährungen. Das unterscheidet sich tatsächlich um weniger als einen Prozentpunkt, wie die verteilt sind, wenn man bei ETH eben Smart Contracts, die ja Unternehmen und sonstiges sind, die keine, ich will mal sagen, Menschen sind. Wenn man die außen vor lässt und dann schaut, wie ist das verteilt, sieht man, dass bei BTC und ETH die reichsten 10.000 Adressen ungefähr 55% der gesamten Geldmenge kontrollieren. Das mag für manche viel klingen, ist es aber gar nicht. Das ist eigentlich nicht schlimmer als mit unserem realen Geld und vor allen Dingen viel, viel besser als bei allen anderen Coins. Also egal ob Bitcoin Cash, XRP, IOTA, sonst was, Dash auch, dort kontrollieren in der Regel die reichsten 10.000 Adressen über 90% des gesamten Supplies. Bei einigen kleineren Coins ist es sogar noch extremer. Das heißt, hier gibt es im Endeffekt überhaupt keinen Marktpreis. Das heißt, die haben gar keine Grundvoraussetzungen, hier ein tragfähiges, ja, Wirtschaftsmodell zu entwickeln. Einfach weil es im Prinzip, wenn man es ganz überspitzt formuliert, das Privatvergnügen von einer Handvoll Leuten ist, das Projekt. Aber bei ETH sieht das eben nun anders aus. Und ich möchte hier, ja, fünf Gründe nennen, warum ETH 2.0 so große Auswirkungen haben wird, dass ich ja tatsächlich mich dem Begründer, dem Bekannten von Bitcoin Swiss anschließen würde. BTC wird wahrscheinlich früher oder später auf den Proof of Stake wechseln müssen, weil ETH vorliegt. Warum glaube ich jetzt also, dass der Proof of Stake bei ETH so einschlagen wird? Punkt 1 ist ganz banal. ETH wird damit von einem reinen Spekulationsobjekt, wie der Bitcoin im Moment auch ist, zu einem Investitionsobjekt. Durch das Staking bekomme ich, wenn ich mindestens 32 ETH habe, und da reden wir heute, ja, sagen wir mal bei 5.000, 6.000 Euro. Man würde also sagen, das ist im Prinzip noch jedem, der das wirklich will, zugänglich. Ja? Das ist noch in einem Preisbereich wie ein Alltagsgegenstand, wie ein Gebrauchtwagen oder irgend sowas. Und das ist ein absoluter Gamechanger. Große Vermögen, Privatvermögen, aber auch Anleger, die berühmten institutionellen Anleger, was die brauchen, ist nicht eine Spekulation auf 900% Kursgewinn. Was die brauchen, ist eine sichere Rendite in einem mittleren einstelligen Prozentbereich. Eine Rendite, die über der Inflation liegt. Man sagt immer, Inflation ist 2 bis 3%.
Weshalb sind diese Anleger mit über 3%, sagen wir mal 4% Rendite extrem zufrieden? Wenn ich denen so eine Anlage gebe, schieben die da unendlich viel Geld rein, wenn das sicher ist. Deswegen sind Staatsanleihen der liquideste und größte Markt der Welt. Aus genau diesem Grund. Und jetzt ist die Frage, wie risikoreich ist so ein Proof of Stake im Vergleich zum Beispiel mit Mining? Also sind diese paar Prozente das Risiko wert? Und da ist die Antwort ganz klar ja. Also das Staken ist genauso risikoreich wie einfach nur ETH hodeln. Eigentlich ist es sogar weniger risikoreich, denn wenn ETH auf Null geht, ob ich stake oder das nur auf dem Wallet habe, das ist beides egal. Aber ich habe halt einen Zinseffekt bzw. einen Inflationsausgleich. Ich profitiere von der Inflation, weil mir diese erhöhte Geldmenge zukommt, während der nur hodelt, dafür bezahlt. Das heißt, wenn ich mit ETH 2.0 ETH halten will, habe ich einen sehr, sehr hohen Anreiz, das zu staken. Und das bringt mich auch zu Punkt 2. Punkt 2, warum dieses ökonomische Modell so unfassbar stark ist. Was passiert natürlich, was für Auswirkungen hat das auf den Angebot, auf das Angebot von ETH? Es wird einen massiven Angebotsschock auslösen, das Einführen des Staking. Warum? Man sieht das hier neben mir. Quelle ist ja die Ethereum Foundation selbst, also auf GitHub, wie dieses Staking-Modell funktioniert. Es wird ja sozusagen pro Block weiterhin eine feste Menge ETH freigesetzt. Aber je mehr Staker es gibt, auf so mehr Schultern werden diese ausgeschüttet oder in so mehr Taschen fließt das. Das heißt, wenn es nur eine Person gibt, die staked, ist das unheimlich lukrativ. Und die Rendite beim Staken, die sinkt, je mehr andere Staker es gibt. Und um auf die erwähnten etwas über 3% zu kommen, sieht man hier, müssen etwa 30 Millionen ETH gelockt werden. Permanent gelockt, die können nicht mehr auf Exchanges getradet werden und so weiter. Das heißt, hier sehen wir mal, ja, den Gesamtsupply von ETH im Moment ein großer Teil, wirklich beachtlicher Teil des gesamtverfügbaren ETH und dann liegt ja auch welches in Smart Contracts, das auch oft gebunden ist, ist nicht verfügbar. Diese Verknappung erleichtert es, na, dass es zu Bullruns kommt bei Ethereum, dass wir starke Preisanstiege kurzfristiger Natur sehen. Das sind so, ja, die beiden Hauptfaktoren, wo ich sagen würde, das sind Wege, wie ETH dadurch leichter große Kurssprünge vollziehen kann. Aber jetzt haben wir auch noch drei Punkte, die ich erwähnen möchte, noch von, also von den fünf, die extrem langfristige Wirkung haben werden. Ich muss immer 32 ETH staken. Mit nur 31 kann ich nicht staken. Was bedeutet das für Wale? Wale haben einen sehr, sehr hohen Anreiz, wenn sie jetzt zum Beispiel durch Tipps, weil Fees wird man bald nicht mehr bekommen bei ETH, das später noch, zum Beispiel durch Tipps, durch ihre ganzen Nodes, haben die jetzt 25 ETH, hat er herumliegen. Jetzt ist der Anreiz sehr, sehr groß, sofort 7 ETH nachzukaufen, um diese direkt wieder staken zu können. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber das ist eine relativ einfache mathematische Funktion von Opportunitätskosten. Also ab welchem Punkt, was ist meine Erwartung, wann ich wieder Fees kriege, wie hoch ist der Verlust dadurch, dass ich das in der Zeit nicht stake. Und das ist eine ganz einfache Berechnung, die jeder dieser Wale ausführen wird. Das heißt, die Wale werden dadurch komplett eine konstante Nachfrage generieren nach zusätzlichem ETH, einfach weil sie aufstocken zu irgendeinem Zeitpunkt, um früher im Prinzip diese Verzinsung zu kassieren. Zusätzlich ist ETH neben wahrscheinlich BTC der einzige Coin, wo eine tatsächlich große reale Nachfrage von Investoren, Unternehmen existiert, die jetzt nicht, sage ich mal, aus ideologischen Gründen wie die meisten von uns oder aus rein spekulativen Gründen das Ganze ja
angehen wollen, also ein Interesse an Kryptowährungen haben, sondern die dann ein Businessmodell drauf aufbauen wollen, die sonstige Strukturen aufbauen wollen. Das ist bei ETH vorhanden. Ja, sowohl der alte Hut, die Ethereum Enterprise Alliance, die es immer noch gibt, wo Sachen gemacht werden. Bei Reddit wird spekuliert, dass in Zukunft jeder dieser, ja, wie groß ist Reddit mittlerweile? Vielleicht 1,5 Milliarden Leute, jeder dieser Accounts automatisch eine ETH-Wallet bekommen wird. Dass man sozusagen Tipps und so weiter wahrscheinlich über so eine Plattform für gute Beiträge über die ETH-Blockchain laufen lässt. Das würde ja die Nutzerbasis von ETH auf einen Schlag massiv erhöhen. Wirklich massiv. Und dieses Ganze, dass Miner von Fees bzw. Tipps profitieren können, viel mehr als von Block Rewards, auf einen Schlag ja deutlich näher rücken lassen. Das ist ja auch das Endgame, will ich mal sagen, vom Bitcoin. Ja, Und jetzt vielleicht als kurzer Einschub, ich habe hier so eine formschöne Tasse, hat der ein oder andere vielleicht schon gesehen. Ich habe mir ein neues, ja, Motiv ausgedacht, liste die auch auf meiner Webseite im Shop. Die Bestellung führe ich natürlich nicht selbst aus, da ist ein Link, bestellt ihr im Endeffekt über Spreadshirt, heißen die. Ist zuverlässig, habe die Tassen auch schon länger im Einsatz, also da geht jetzt auch nicht der Bedruck und so weiter sofort ab. Wer eine coole Bitcoin-Tasse haben will, schaut da vorbei. Das Exemplar, das ich eben gezeigt habe, ja, das verlose ich. Dieses Mal wäre mein Wunsch einfach, der Telegram-Channel, der ist hier unter dem Video verlinkt. Da einfach beitreten, mich anschreiben, @Fabian_K in dem Telegram-Channel. Per privater Nachricht und dann seid ihr in das Gewinnspiel aufgenommen. Den Gewinner gebe ich im nächsten Livestream bekannt. Der ist wieder am kommenden Sonntag um 19 Uhr. Das probiere ich so ein bisschen als meine Livestream-Zeit zu etablieren. Da auch unbedingt vorbeischauen. Ich probiere die nicht so langatmig zu halten, sondern mehr wie so ein Video hier. Das heißt, ich, ja, erzähle 10 Minuten was zu meinem Thema. Und wer dann noch dabei bleiben will und weiterschauen will, der kann das machen. Im Anschluss beantworte ich dann nochmal 10, 15 Minuten eure Fragen an mich. Und das war's dann auch schon. Also würde mich auch freuen, dich Sonntag 19 Uhr beim Livestream begrüßen zu dürfen. Und dann bringt mich das auch schon zum letzten Punkt, nämlich zu dem EIP 1559, also 1559, wenn mich nicht alles täuscht, das von Vitalik Buterin und zwei Co-Autoren selbst kommt. Und das möchte eben die Fee Structure von ETH überarbeiten. Also immer wenn ich ETH sende, muss ich ja Gas bezahlen. Also ein Teil von meinem ETH wird in Gas umgewandelt. Und das wird jetzt auch angegangen. Man wird eine Flat Fee einführen und ein Flat Fee Burn. Das heißt, ein Algorithmus setzt eine Basisgebühr fest. Die muss jeder immer bezahlen. Die wird automatisch abgezogen und diese ETH oder dieses Gas dann, das wird geburnt. Das wird also dem verfügbaren Supply entzogen. Und zusätzlich gebe ich jetzt einen Tipp an, also ein Trinkgeld. Das ist der Weg. Ich bin bereit, mehr Gebühren zu zahlen, damit meine Transaktion schneller ausgeführt wird, sofort im nächsten Block, ja, in 10 Sekunden ausgeführt wird. Und das ist das, was der Miner noch erhält, dieser Anteil, diesen Tipp. Und damit wird ETH, das ja nicht wie Bitcoin irgendwelche Halvings macht, aber irgendwann auch die ja, Supply Curve, das Angebot abflachen. Das Ziel von diesem EIP ist es, dass das irgendwann konstant bleibt und trotzdem permanent neues ETH generiert wird. Das ist eine unfassbare Stärke gegenüber dem BTC, weil das Ethereum nicht zwangsläufig so deflationär macht, wie der Bitcoin ist. Es ist eine viel cleverere Lösung, eine noch bessere Lösung. Und ja, da ist die große Gefahr aus Sicht des Bitcoin, dass das Ethereum tatsächlich zum viel, viel besseren Geld macht. Vielleicht nicht zum besseren Store of Value, aber zu einem viel, viel besseren Geld. Und dann ist da diese Henne-Ei-Frage,
geht ein Store of Value ohne Geldfunktion, geht Geldfunktion ohne ein Store of Value zu sein. Ganz, ganz spannend, aber ETH 2.0 ist auf jeden Fall das Ereignis, das es ja wahrscheinlich das ganze nächste Jahr über, da es ja ein Prozess ist, zu beobachten gilt. Das war es dann auch schon von mir. Ich freue mich natürlich auf Kommentare. Gibt es deiner Meinung nach noch einen Punkt, den ich absolut übersehen habe, wo du sagst, das ist auch noch eine Riesenstärke von ETH 2.0 oder vielleicht auch eine Riesenschwäche? Freue mich mit euch in Kommentaren zu diskutieren. Falls dir das Video gefallen hat, wie immer, like es, abonniere den Channel und ganz wichtig, teile es mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollten. Und ich denke, für Ethereum sollte sich momentan wirklich jeder interessieren.